Das war jetzt quasi auch für mich privat, aber auch beruflich einer der besten Kontakte, die ich hier geknüpft habe. Eigentlich wäre wieder ein Tag gewesen, an dem wir auf einem Kurzfilmdreh mitgedreht hätten. Der wurde ja Montag schon abgesagt, heute leider nochmal wegen Krankheit. Das heißt, ursprünglich dachte ich, es wird ein trauriger Tag. Jetzt entwickelt sich es allerdings zu einem Tag mit vielen Terminen und vielen Learnings und ich glaube tatsächlich fast zum interessanteren Tag. Wir springen mal direkt rein. Wir haben jetzt das erste Meeting gleich für Drehbesprechung vom Dreh morgen. Heute soll es nämlich endlich mal um die Frage gehen, wer zum Henker ist eigentlich David? Und um das zu beantworten, muss ich ein bisschen ausholen. Hallo. Hi. Ich bin David. Ich bin Filmemacher und Fotograf. Oder komme ursprünglich aus der Fotografie und habe dann irgendwann auch angefangen, Filme zu machen. Und arbeite jetzt schon seit mehreren Jahren zweigleisig, so als kleine Hybridproduktion im Bereich People, Automotive und Sport so hauptsächlich. Ich bin damals aus Freiburg nach Köln gezogen. Es ist fast 10 Jahre her tatsächlich und ich kannte hier absolut niemanden. Also wirklich, ich meine niemanden. Ich bin mit null Kontakten hierher gezogen. Ich würde sagen, das hat mich damals und auch weitergehend lange behindert. Das hat mich zurückgehalten, weil ich niemanden hatte. Ich kannte einfach keine Personen, die auch Film machen wollten. Und das ging auch ziemlich lange ziemlich gut. Ich war eh irgendwie jedes Wochenende unterwegs und habe Musikvideos gedreht, war eh selten hier. Dann habe ich meine Ausbildung angefangen und gedacht, alright, spätestens hier werde ich doch jetzt Leute kennenlernen, die das gleiche Interesse haben und irgendwie den gleichen Wissensstand und was weiß ich nicht was. Und ein paar Leute waren zwar dabei, aber es war immer noch nicht so, es war nicht so ganz das Wahre. Ich habe geile Leute kennengelernt, ne? Zum Beispiel die Christine war in meiner Klasse. Tine, stell dich mal vor. Hallo, ich arbeite hier nicht mehr. Oh. Christine ist menschlich, zwar mega geil, aber hat meinen Kameraenthusiasmus überhaupt nicht geteilt und war ja dann lange Zeit bei uns als Cutterin noch angestellt. Ich habe damals auf den Adventures schon gehabt, aber als Blog. Das hat wirklich damals in Schriftform angefangen. Das gibt es mittlerweile übrigens nicht mehr. Das ist alles gesperrt. Falls ihr da jetzt gucken wollt, muss ich euch leider enttäuschen. Ich habe über diesen Blog damals dann so einen Eintrag geschrieben, so ein bisschen wie so ein Filmmaker-Dating, so von wegen, ey, ich bin irgendwie Kölner Kameradude, irgendwie enthusiastisch und würde gerne Leute kennenlernen. Und habe das in mega vielen Gruppen gepostet, die es zu der Zeit gab. Und habe dann wirklich wie so ein Speed-Dating einfach ein paar Leute kennengelernt. So richtige Tinder-Phase für Filmemacher damals. So jeden Abend mich mit irgendjemandem getroffen und zusammengesetzt. Und da war unter anderem der David dabei. Ich glaube, der war zu der Zeit halt noch todesjung. Der war irgendwie 17 oder so, ich weiß es nicht mehr. Kommt das hin? Wie alt ist David jetzt? David ist 27 geworden, ne? David war 20. David hat mir aber Chris vorgestellt. Du hattest ja, glaube ich, auch schon bei unserem ersten Treffen erzählt, dass du Bock hast auf ein Büro. Der Chris hat, glaube ich, irgendwie auch ein Büro irgendwie gesucht oder hätte mal Lust, irgendwie in ein Büro zu gehen, in eine Bürogemeinschaft. Und ich hatte da eigentlich auch Bock drauf. Und dann haben wir uns halt zu dritt so ein bisschen unterhalten. Und dann habt ihr mich rausgekickt. Ups. Ja, dann habt ihr ein Office gemacht und ich war weg vom Fenster. Das tut mir rückblickend voll leid, aber es hat halt einfach besser gepasst. Ich fand das damals echt ein bisschen scheiße, muss ich sagen. Aber so rückblickend zu dem Zeitpunkt, glaube ich, wäre ich eh noch nicht so richtig bereit gewesen für ein eigenes Büro. Von daher alles gut gegangen. Dann wart ihr da in eurem kleinen Bunker, war eh alles viel zu eng und viel zu klein. Und jetzt bin ich ja hier in einem richtigen Office gelandet. Und so haben wir wieder zueinander gefunden. Nice. Dann sind ein paar Jahre vergangen, die jetzt wenig mit der Thematik zu tun haben. Irgendwann war ich auf jeden Fall mit Chris und Steve zusammen in einem Office, habe Joscha noch kennengelernt. Die Story mit Joscha muss ich wahrscheinlich nicht nochmal irgendwie den Leuten erzählen. Das ist, glaube ich, relativ obvious, wo das hingeführt hat. Der Punkt ist, irgendwann ist Chris aus dieser Gruppe so ein bisschen rausgegangen und David ist wieder reingekommen. Und rückblickend war das dann so, warum haben wir David nicht schon viel früher geholt? Weil David ist voll der coole Typ, macht mega nicen Scheiß und ich glaube, passt auch gut in unsere Gruppe rein. Ich weiß nicht, wie Lisa David sieht. Ja. Was soll das denn heißen? Ja, total. Der passt total super in die Konstellation. Der Kernbereich oder was ich immer fotografiert habe, waren halt Menschen oder die Arbeit mit Menschen und die Geschichten dahinter. Ich finde es irgendwie total spannend, jemanden zu porträtieren, egal ob jetzt Foto oder Film. Und
so ein bisschen die Geschichte hinter den Menschen zu erzählen. Für mich quasi als Fotograf oder als Filmemacher ist ein Privileg, dass sich jemand Zeit nimmt, sich mit mir hinzusetzen und mir ein bisschen was zu erzählen. Und dann diese Menschen zu porträtieren, das macht schon Bock und das mache ich auch sehr gerne. David gehört nicht zur Superstudy GmbH. David ist einfach Mitmieter, der einen Platz im Büro hat und zur Gemeinschaft zwar gehört, aber nicht zur Firma. Ganz wichtig. Ja, das ist insofern wichtig, weil ich immer sage, dass wir uns Zeug von ihm mieten. Ja, das stimmt. Und dass er irgendwie, weil Leute schon meinen von wegen, warum darf David eigentlich nie nach Hause gehen? Weil er halt, ich sage ja im Vlog dauernd Tschüss, aber David kommt halt oft erst um 13 oder 14 Uhr und bleibt dann halt auch entsprechend länger. Okay, das war die lange Geschichte dazu, wie ich David kennengelernt habe und wie er jetzt im Büro sitzt. Martin Klempner. Wir machen auf jeden Fall was Sinnvolles mit dem Tag heute. Anstatt einem abgesagten Dreh hinterher zu trauern, haben wir uns hier mit dem Martin getroffen. Wir sind nämlich aktuell relativ viel an neuen Projekten dran, an Sachen, die wir neu starten und wo wir neu ins Boot kommen. Und ich glaube, ich darf sagen, dass wir aktuell hier in dieser Runde über einen Pilotprojekt sprechen, darf das so gesagt werden? Ja, was macht denn deine Pilotenausbildung? Also das ist ja sehr teuer, ne? Ich habe jetzt einen Kredit aufgenommen. Okay, also wir sind... Genau, das war jetzt sehr lange. Ich glaube, alle sind sehr müde, außer Joscha, der grinst immer noch. Ja, ich bin ab gerade kreativen Flow. A runner's high quasi. Das ist richtig dumm. Das finde ich total geil. So wird doch voll die Nummer da drauf. Schön, oder? Das steckt irgendwie an. Martin, ich spreche heute so ein bisschen über das Kontakte knüpfen und wie wichtig es ist. Was würdest du in deiner Karriere sagen, wie wichtig ist es, gut vernetzt zu sein? Boah, ist fast überlebenswichtig, weil, jetzt mal bestes Beispiel, wir haben uns kennengelernt damals, da habt ihr Einspieler für gedreht und ihr wart so ein bisschen, wir sagen mal so, ihr seid gezwungen worden dazu und ich bin auch so ein bisschen gezwungen worden dazu. Das heißt also, wir waren alle zusammen total pisst an dem Tag und hatten überhaupt keinen Bock, das zu drehen. Daraus sind aber super mega geile Einspieler geworden und wir haben uns quasi verliebt ineinander. Und seitdem arbeiten wir ja wirklich sehr, sehr viel zusammen und sind auch hoffentlich eng befreundet. Und deswegen, also das war jetzt quasi auch für mich privat, aber auch beruflich, einer der besten Kontakte, die ich hier geknüpft habe. Oh. Einfach auch freundschaftlich und so. Schön, dass du das gesagt hast, weil ich natürlich auch im Gegenzug sagen wollte, wir verdanken unserer Karriere Martin super viel. Er hat uns mega viel immer auch gelobt und überall reingebracht und vielen Leuten von uns erzählt. Kann das nicht, sonst Geld bezahlt. Ach so, Geld bezahlt. Ich habe auch meinen Körper gegeben. Man hat so ein, das steht ja zufällig, ein kleines Pflänzchen. Vielleicht wird daraus ein Wald. Oh. Schön gesagt. Freust du dich denn jetzt auf den Piloten, den Joscha gerade schreibt, während wir hier labern? Ja, total. Weil es gibt ja, das Schöne ist, wir haben ja sowieso einfach auch mal so einfach so Zeug gedreht, nur für uns. Ja. Und das waren ja eigentlich mit immer die schönsten Sachen. Und das Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist, dass wir nur Zeit verschwenden, in Anführungszeichen. Aber die verschwenden wir halt miteinander. Und wir haben halt einfach eine sehr gute Zeit. Und haben einfach schon... sehr viel gelacht heute und das lohnt sich sowieso. Und das darf man, und das darf ich mit meiner bisschen Erfahrung, die ich habe, sagen, egal in welchem Bereich, ob du als Darsteller, Kameramann, Regie oder was weiß ich in dem Bereich irgendwas machst, das sollte man sich immer irgendwie bewahren. Das hört sich zwar echt abgedroschen an, aber wenn ihr das Gefühl habt, ey, ihr habt irgendwie mal, ihr seid nur noch in so einem Laufrad drin und ihr seid euch nur noch in Anführungszeichen am Prostituieren, ich kann jetzt kein anderes Wort mal sagen, dann müsst ihr mal zwischendurch euch mal ein paar Kumpels schnappen und mal wieder das machen, worauf ihr Bock habt. Nice, finde ich geil. Das sagen wir nämlich auch mega oft. Vielen Dank. Ehrlich? Coole Schlussworte. Ohne Witz, genau das. Ja, ich habe euer, auch euren Kanal abonniert und zwar kann man jetzt... Ich bin Profi, ey. Nice. Es ging ewig mit diesem Meeting. Es war sehr, sehr ergiebig, es war sehr sinnvoll, aber es war auch sehr, sehr lang. Lisa und ich gehen es noch packen und dann hoffe ich, dass ich mit David noch ein paar Fragen unterkriege. David, hast du noch Bock?
Ja, macht einen Daumen hoch. Also, in einem Vlog letztens hatte ich darauf hingewiesen, dass wir bald mal diesen Wer ist eigentlich David-Vlog machen. Und es kamen ein paar Fragen an den jungen Mann, die ich jetzt stellen und er beantworten werde. Oh, Dude. Hallo. Findest du es schlimm, wenn Marius dich überfällt? Sag. Wie motiviert ist David, motiviert zu sein? Ich verstehe die Frage nicht. Ich auch nicht. Ja gut, dann können wir ja weitermachen. David, guckst du die Vlogs, damit du weißt, was die Jungs und Mädels so treiben, wenn sie nicht im Office sind? Ja, ab und zu gucke ich die Vlogs, wenn niemand da ist. Warum nur dann? Dann habe ich meine Ruhe. Naja. David, wie schaffst du es eigentlich, immer so gut auszusehen in Marius Vlogs? Sieht er in echt auch so gut aus? Das hat niemand zu sehen. Ich habe jemand gefragt. Oh. Wer? Ja, das ist viel Schlaf. Oh, was, nein, was sind das für Fragen, Alter? Für wie wichtig hältst du es, Kontakte zu haben in der Branche, um weiterzukommen? Sehr wichtig. Also, ja, Kontakte, ich glaube, das Wort Kontakt ist falsch. Ich finde das Wort Netzwerk besser. So einfach Leute kennenlernen, sich mit den Leuten gut stellen, im Idealfall versteht man sich wirklich auch mit den Leuten und arbeitet gerne mit denen zusammen. Und dann kommt der Rest oft von ganz alleine. Klar sollte man auch eine gute Arbeit machen, aber Netzwerk oder Kontakte, wie du es gerade gesagt hast, sind, glaube ich, das A und O, damit man nicht untergeht. Schließlich gibt es sehr viele Leute, die Foto und Film machen. Und dann ist halt immer die Frage, warum ich oder warum die Superstandy oder warum wer auch immer. True. Okay, David, du bist entlassen. Nice. Vielen Dank. Es war ein krasser Hin- und Her-Tag auf jeden Fall. Deswegen vielen Dank fürs Dranbleiben, fürs Anschauen. Und ja, es folgen jetzt 2 Drehtage bei uns. Deswegen freue ich mich einfach, wenn wir uns morgen wiedersehen am Set. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss.